Man kann eine GoPro auf verschiedenste Arten nutzen. An Land, unter Wasser, bei Nacht, in der Nacht und unter Wasser und auf eine spezielle Art, die wahrscheinlich viele von euch noch nicht gehört haben. Fluoreszenzaufnahmen oder auch UV-Lichtvideografie genannt. In diesem Video zeige ich dir heute, wie du solche Videos erstellen kannst. Vielleicht willst du es ja in der Zukunft selber ausprobieren. Einen speziellen Filter gebe es auch noch, auf diesen komme ich später im Video noch einmal zurück. Wichtig ist auch, dass man versteht, dass nicht alles fluoresziert, was fluoreszieren könnte. Ganz vereinfacht ausgedrückt ist Fluoreszenz die Rückstrahlung von Licht, wenn bestimmte Farbstoffe von einer auslösenden Lichtquelle angestrahlt werden. Bei Organismen wie Korallen und Tieren nennt man diese auch Biofluoreszenz. Im Gegensatz dazu gibt es die Biolumineszenz. Hier wird das Leuchten vom Organismus selber hergestellt. Bestes Beispiel dafür sind Leuchtkäfer. In der Praxis strahle ich mit einer UV- oder Blaulichtlampe diese Farbstoffe an und diese beginnen dann zu leuchten. Wird das anstrahlende Licht einfach ausgeschaltet, so stoppt sofort die Fluoreszenz. Fluoreszenz gibt es übrigens auch an Land. Gehen wir in die Praxis. Um selber auf Entdeckungsreise gehen zu können, braucht man eine der zwischenzeitlich sehr preiswert gewordenen Tauchlampen, so wie diese hier. Hier sind mehrere LEDs verbaut, meistens zweimal weißes Licht, einmal ein warmes, einmal ein kaltes für das normale Aufnehmen und auch dann ein Rotlicht. Rotlicht bemerken viele Fische nicht als Licht, da kann man sich dann extrem annähern und auch LEDs für das ultraviolette Licht. Weiße Dinge, wie hier dieser Plastikmüll, der unter Wasser zu sehen ist, reflektieren das Licht besonders stark. Natürlich gibt es diese ganze Sache auch größer, wie zum Beispiel sowas hier. Auch das ist noch vom Preis her äußerst attraktiv. Im Süßwasser wird kaum etwas zu finden sein. Man muss schon also im Salzwasser suchen. Hier kommt es darauf an, wo man sich befindet. In tropischen Meeren mit dem extremen Reichtum an Fisch und Korallen ist natürlich viel mehr Fluoreszenz zu finden als zum Beispiel im Mittelmeer. Trotzdem ist das Mittelmeer ein sehr, sehr spannender Ort, um Fluoreszenzaufnahmen zu machen und mit der Fluoreszenz zu beginnen. Generell ist es am besten, schon bei Tag den Tauchplatz zu erkunden und seine Objekte, die man dann in der Nacht filmen möchte, zu finden. So ist es dann viel leichter, sich am Abend oder in der Nacht am ausgesuchten Platz zurechtzufinden. Schauen wir uns so eine Situation in Kroatien auf der Insel Vis in einer sehr tief eingeschnittenen Bucht an. Rechtzeitig zur Dämmerung bin ich im Wasser. Ich habe noch genug Umgebungslicht, um alles genau auskundschaften zu können. Diese kleinen Fische leuchte ich als erstes an. Hier passiert nichts. Wenig später finde ich meine erste Anemone und leuchte diese an. Fantastisch, es funktioniert. Es wird zwischenzeitlich richtig dunkel und ich schwimme weiter in den Seichtbereich der Bucht hinein. Dort finde ich richtige Kolonien von Anemonen. Ein herrlicher Anblick und cineastischer Hochgenuss. Kurz in eigener Sache, das Erstellen solcher Videos ist mit vielen Tauchgängen und intensivem Zeitaufwand verbunden. Deswegen freue ich mich sehr über jedes einzelne Like und jedes einzelne Abo. Das motiviert mich unheimlich, weitere solche Videos zu erstellen. Auch ohne spezielle Filter sind sehr beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Vor circa 10 Jahren gab es einen unheimlichen Hype bezüglich Fluoreszenzfotografie und Videografie. Hier wurden Gelbfilter nicht nur von der Tauchmaske, sondern auch von der Kameralinse verwendet, um hier diese Farben besser herausfiltern zu können. Zusätzlich natürlich zu speziellen Blaulichtlampen. Da kann man natürlich jetzt auch heute noch voll hineinkippen, aber das kostet natürlich alles gutes Geld. Inzwischen ist dieser Hype stark abgeflaut und durch die preiswert gewordenen Tauchlampen ist das auch in der Zwischenzeit fast nicht mehr notwendig. Außer man will wirklich das absolute letzte Tüpfelchen an Qualität herausholen. Das Einzige, was ich diesbezüglich ausprobiert habe, ist dieser Filter hier von der Firma Presser. Und auf diesen bin ich durch Zufall bei meiner Recherche zur Fluorfotografie gestoßen und habe gedacht, das werde ich einfach ausprobieren. Erleichternd kam noch dazu, dass für die GoPro-Gehäuse es einen Filterhalter von der Firma Inon gibt, der genau dieses 67 mm Filtergewinde anbietet. Von seiner Machart her ist dieser Filter eigentlich für Überwasser und nicht für den Inwassereinsatz gemacht.
Ich habe ihn einfach in den Filterhalter hineingeschraubt und unter Wasser ausprobiert. Hier sehen wir einige Vergleichsaufnahmen mit und ohne Filter, damit man die Verschiebung der Farben mit unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien sieht. Ich habe diesen Filter bis jetzt nur ein einziges Mal ausprobieren können, da dafür immer das komplette Aufnahmerig hergerichtet werden muss, zusätzlich zu der Möglichkeit des Nachttauchens und gutem Wetter. Bei nächster Gelegenheit werde ich noch mehr Tests durchführen. Wenn ihr davon ein Video sehen wollt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Der Filter verändert die Farben deutlich, aber mir persönlich gefallen die ohne Filter auch sehr, sehr gut und sind natürlich mit viel weniger Aufwand herzustellen. Was ist eure Meinung? Mit einem wissenschaftlich ungeklärten Phänomen muss man auch rechnen. Nicht alles, was fluoreszieren könnte, macht das auch. Das kann immer wieder und überall vorkommen. Bei einem meiner diesbezüglichen Videoversuche habe ich einmal 5 Tage wegen schlechtem Wetter warten müssen. Ich richte am Abend in der Dunkelheit alles mühsam her, dann gehe ich ins Wasser und meine ausgewählten Anemonen haben einfach nicht fluoresziert. Der Zeitaufwand für die ganze Aktion war riesengroß, meine Frustration ebenso. Aber auch sowas kann einfach passieren. Zwischenzeitlich konnte ich dann natürlich dazulernen und das ist auch ein wichtiger Tipp für euch. Am Tag leuchtet man seine Objekte, die Anemone zum Beispiel, schon an, da sieht man schon, ob die fluoresziert oder nicht. So hat man in der Nacht dann größere Chancen, viele Dinge zu finden. Die Jagd nach neuen Motiven ist immer sehr spannend. Man kann ja nie genau voraussagen, was dann fluoreszieren wird und was man auch findet, was man am Tag vielleicht überhaupt gar nicht bemerkt hat. Es ist ja auch so, wenn man am Tag schon einige Objekte gefunden hat, dass in der Nacht sich neue einfach auftun, plötzlich und unerwartet. Ganz speziell, was Fische betrifft. Hier bin ich nach wie vor auf der tief eingeschnittenen Bucht auf der Insel Wies. Im weißen Licht der Taublampe sehe ich etwas, was im Sand halb eingegraben ist. Ich tauche ab und erkenne, dass es sich um einen Eidechsenfisch handelt. Ich tauche ein zweites Mal ab, aber diesmal habe ich die Taublampe auf UV-Licht geschaltet. Der komplette Fischkörper des Eidechsenfisches fluoresziert in einem wunderschönen Grün. Besonders deutlich sind die Ringe in den Augen zu sehen. Einige Wochen später befinde ich mich auf der Insel Krk und entdecke dort, dass die Putzergarnelen bläulich fluoreszieren. Ebenfalls ein wunderschöner Anblick. Nachdem ich das entdeckt habe, habe ich das auf den verschiedensten Plätzen ausprobiert, da ja die Putzergarnelen im Seichten ziemlich häufig vorkommen. Auf vielen Plätzen haben diese überhaupt nicht fluoresziert oder nur ganz schwach. Aber meinen persönlichen Favoriten habe ich später auf der Insel Vaar betrachten können. Mir war es nicht möglich herauszufinden, welche Pflanze oder welches Tierchen dieses wunderschöne Leuchten erzeugt. Für mich wirkte es wie ein Sternenhimmel bzw. die Milchstraße. Aus diesen hellen Flecken stieg auch ein fluoreszierender Nebel auf. Ob dies durch das Anstrahlen mit dem UV-Licht ausgelöst wurde oder nicht, bleibt mir unklar. Ich hoffe, ich habe dich richtig neugierig gemacht und du probierst es einmal selber aus. Ansonsten Freitagkurse bei mir, Umgebung Wien und am Attersee oder ich empfehle auch dieses Video hier.